Ich bin Elke Schellenberger, bin Ärztin für Kinder- und Jugendmedizin und Palliativmedizin und leite das Malteser Kinderpalliativteam Unterfranken. Ich bin Christina Träumer und arbeite als Psychologin im Kinderpalliativteam. Seit Oktober 2017 betreuen wir Familien mit lebensverkürzt erkrankten Kindern in ganz Unterfranken, in ihrem häuslichen Umfeld. Wir unterstützen sie medizinisch, pflegerisch, psychosozial und seelsorgerisch, also das heißt ganzheitlich, auf ihrem Weg mit ihren schwer betroffenen Kindern in Krisensituationen oder in der letzten Lebensphase. Wir erleben, dass die Familien große Angst haben und sehr in Sorge sind, dass ihr betroffenes Kind an Corona erkranken könnte oder dass sie selbst an Corona erkranken könnten. Und das wirkt sich auch aus, dass die Familien sich isoliert haben in dieser Zeit. Sie haben jegliche Außenkontakte vermieden und dadurch sind natürlich auch die Unterstützungsmöglichkeiten weggefallen. Beispielsweise jetzt aufgrund von Corona sind viele Kinder einfach wieder zu Hause. In der ersten Zeit von Corona wurden die Einrichtungen komplett geschlossen und viele Kinder sind nach Hause gezogen oder konnten die täglichen Tagesförderungsstätten nicht besuchen. Gleichzeitig gibt es oft Geschwisterkinder, die auch zu Hause sind. Das heißt, konkret war es schon oder sind es oft Überlastung dann doch oft von der Mutter, da sie zu Hause ist, oder auch der Vater mit verschiedenen Geschwisterkindern, mit einem pflegerisch bedürftigen Kind, gleichzeitig Homeschooling, gleichzeitig vielleicht auch Homeoffice. Und da kommen einfach viele Anforderungen auf die Familie zu. Wir als Malteser Kinderpalliativteam konnten in der Zeit weiterhin, also durften in der Zeit weiterhin in die Familien gehen, konnten Hausbesuche machen und waren nicht nur medizinisch und pflegerisch vor Ort, sondern waren auch Ansprechpartner für die Sorgen, für die Ängste, sowohl auf die Kinder bezogen, aber auch auf die Pandemiezeit.